Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Was liegt das eigentlich noch an? Wir gehen in die Mine vielleicht. Muss ich mal schauen. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Samen in die Erde bringen. Denn ihr habt geschrieben, die Teebäumchen haben die Hälfte an Wert verloren, was sehr, sehr unpraktisch ist, um damit am Anfang Geld zu verdienen. Aber das ist okay. Von daher können wir noch überlegen, ob wir das Feld ein bisschen vergrößern und weitere Samen in den Boden bringen. Und ihr habt geschrieben, ich habe angeblich einen Blumenkohl ausgesät, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich Blumenkohl ausgesät habe. Von daher bin ich ja gerade so ein bisschen verunsichert. Ich habe mir mal angeschaut, wie die Samen aussehen vom Blumenkohl. Und das müssten die hier sein. Ich glaube, das ist Blumenkohl. Weil, wir warten jetzt mal ab. Wir kaufen vielleicht nochmal einen bei Pierre. Nee, hier ist doch schon Blumenkohl. Ich habe Blumenkohl ausgesät. Ich dachte schon, ich habe das echt vergessen. Was sehr gut möglich gewesen wäre übrigens. Hallo, mein Liebling. Ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut, Oma Evelyn. Das stimmt. Und die Lachsbeeren sind da. Das ist super. Da können wir auch mal anfangen zu ernten. Aber zuallererst, ich mache hier mal ein bisschen mehr Platz für die Felder. Und dann schauen wir mal, dass wir die Pflanzen gießen, schauen, wie viel Energie wir noch haben. Um vielleicht doch noch ein paar Frühlings-Saatsamen in den Boden zu bringen. Aber erstmal muss ich hier ganz kurz ein wenig Ordnung machen. Holzfäller Wochenblatt. Ach krass. Ist jetzt aus dem Baum in meine Hände gefallen. Das müssen wir direkt mal lesen. Lesen, um Sammelerfahrung zu... Ah, okay. So. Du hast ein paar Dinge über Sammeln gelernt. Nice. Das gefällt mir gut. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist gießen. Der nächste Schritt ist nach den Hühnern gucken und dann gießen. Wo bist du, mein liebes weißes Huhn? Hier, hast dich versteckt. Fast weggesät, gesenzt. Okay, direkt die nächsten Eier. Nein. Kann ich doch auch in die... hier in die Dings bringen. Oder? Ja, ja, verdammt. Ich hätte das Ei gar nicht reinmachen sollen. Ich bringe das Ei erstmal in die... verdammt. Dies kann er auffüllen. Ins Gemeinschaftshaus. Das braune Ei hätte ich auch schon direkt machen können, aber hatte ich einfach. Da war die Routine zu groß. Aber jetzt erstmal anfangen zu gießen. Und wir sollten vielleicht doch als allererstes unsere Gießkanne aufwerten. Damit wir ein bisschen schneller in Zukunft gießen können. Und ein bisschen energiesparsamer. Und da. Aber das Problem ist, die Gießkanne wegzubringen. Dann kann ich halt 2 Tage gar nicht gießen. Vielleicht dann doch erst die Axt. Ja, wahrscheinlich machen wir erst die Axt. Ich weiß gar nicht, was das am Anfang kostet. 1000 Gold? 2000 Gold? Müssten wir aber bei Clint schauen. Aber das heißt, wir könnten auch ein wenig was von unserem restlichen Frühlingskram auch nochmal in Frühlingssamen vielleicht verwandeln. Aber da bin ich mir echt unsicher, ob wir die schon verwandeln, weil ich hätte auch ganz gerne doch noch Teebäumchen, einfach so für den Tee. Und auch als Deko-Element. Ah, alles gar nicht so einfach. So viele Entscheidungen. Alle davon sind irgendwie richtig. Das macht das Aussortieren aber nicht einfacher. Die Frage ist, wie viel es sich lohnt, noch auszusehen, wenn wir einfach keine Energie haben. Und das auch großartig dann alles gießen zu können. Weil man kann es auch übertreiben mit Samen. Gerade am Anfang. Oh je, echt jetzt? Nochmal Wasser holen. Nochmal Wasser holen. Wir brauchen auch, glaube ich, gar nicht mehr in die Mine gehen. Mit so wenig Energie. Nee, wir machen nicht mehr Samen in den Boden. Hier vielleicht noch. Wir füllen gerade hier nochmal auf. Machen hier nochmal eine Reihe.
dann haben wir hier doch ein schönes Feld von der Größe, dass wir da wenigstens die Sachen machen können. Nehmen wir jetzt einfach mal alle mit. Okay, dann haben wir, glaube ich, wenn wir das jeden Tag gießen müssen, haben wir unsere Energie ziemlich gut aufgebraucht und dann ist das doch sympathisch. Da können wir auch nochmal was reinfüllen. Hier, da vergesse ich immer zu gießen. Okay, das war viel Arbeit, aber war wichtig. So, du kommst zurück, einmal hier reinfüllen, was wir nicht brauchen. Die Karotten hebe ich jetzt erstmal auf. Was wollte ich jetzt noch? Die Kartoffel können wir ins Gemeinschaftszentrum bringen. Die Narzisse schenke ich der Caroline. Mayonnaise nehmen wir gerade mal mit. Die können wir verkaufen. Aber das ist so krass, das sieht streichbar aus. 50 Energie, 22 Gesundheit. Das ist schon eine ganze Menge. 90 Energie. 90 Energie ist schon viel. Ah. 45 Energie. Aber das ist... Vielleicht sollten wir doch nochmal gucken, dass wir... Wir essen mal einen Müsli-Riegel, dann fällen wir vielleicht gleich noch ein paar Bäume. Dass wir unsere Holzvorräte auch aufgefüllt bekommen. Und wir schauen mal... Wir nehmen mal die Kupferbarren mit und schauen mal, wie viel wir brauchen für die Aufwertung der Axt. Und dann packen wir die vielleicht sogar zuallererst bei Clint in die Aufwertung. Je nachdem, was es jetzt kosten soll. Mal gucken, ob wir direkt bei Pierre... Oh, perfekt. Ach du meine Güte, bist du sicher? Bin ich mir. Ich wünschte, Abby würde nicht so viel Zeit in ihrem Zimmer verbringen. Boah, ich war auch mein ganzes Leben lang so ein Stubenbürger. Die Bäume sehen schön aus, oder? Warum bist du eigentlich ein Bauer geworden? Ich will haufenweise Geld verdienen! Es ist echter als ein Leben in der Stadt. Um in die Fußstapfen meines Großvaters zu treten, ich wollte meinem alten Leben entfliehen. Das letzte, glaube ich. Das ist so ziemlich der gleiche Grund, weswegen auch ich hierher gekommen bin. Aber ich freue mich, die Lea noch ein bisschen wieder kennenzulernen. Geschichte um sie herum ist eigentlich ganz cool gewesen. So, dich verkaufe ich. Lachsbeere, 5 Gold. Ob sich das lohnt. Ah. Oh, verzeihung. Erstmal Schluck aufbekommen. So, als nächstes gehen wir zu Clint. Hi, Abigail. Du fühlst dich ziemlich gut wegen gestern, was? Naja, nächstes Jahr wirst du nicht so viel Glück haben. Glück, Abigail? Das hatte nichts mit Glück zu tun. Das war reinstes Können. Schön wär's. Okay. Werkzeuge verbessern. 2000 Gold. Die haben wir heute noch nicht. Aber die hätten wir vielleicht morgen. Bis morgen könnten wir die Axt... aufwerten. 2000 Gold ist halt echt viel, ne? Aber kriegen wir auch wieder zusammen. Als nächstes gehen wir mal ins Gemeinschaftszentrum, bringen die Sachen hin. Und dann gucken wir, dass wir nochmal ein paar Lachsbeeren vielleicht ernten. Dass wir da einfach auch ein bisschen unseren Skill voranbringen. Aber wo muss ich das jetzt eigentlich hinpacken? War das jetzt hier? Exoten. Ne, ich glaube, das war alles Konstruktion. Wir könnten einmal machen. Wir machen es hier einmal schon rein. Sehr gut. Ich glaube, das war jetzt keine Verschwendung. Ich glaube, das war okay zu machen. Nutzpflanzen Frühling. Das heißt, die Kartoffel kann hier rein. Die Bohne haben wir angepflanzt. Blumenkohl wächst. Pastinake. Haben wir eine goldene. Und ich glaube, ich habe nochmal eine Pastinake angepflanzt. Okay. Handwerker. Davon haben wir nichts. Hier. Perfektes Ei. Das ist ein Entenei. Das kommt erst später. Da müssten wir bei Mani uns eine Ente besorgen. Große Milch bekommen wir von den Kühen. Die will ich auf jeden Fall auch noch haben. Genau. Und da fehlen noch die Pastinaken, die goldenen. Frage ist halt, ich habe die halt...
Wir uns nochmal Pastinakensamen holen und Dünger halt direkt rein, dass wir vielleicht direkt im ersten Jahr sogar die Pastinaken schaffen. Ich muss mal schnell zu Pierre. Harz haben wir genug für Dünger. Aber ich bin mir nicht sicher. Habe ich das jetzt schon gemacht? 1, 2, 3, hoff mal 10. Und dann hoffen wir das Beste. Und dann mache ich auch nochmal Dünger. Und dann müssen wir dann nochmal unser Feld vergrößern. Aber das ist alles in Ordnung. Wir haben die Müsli-Riegel noch. Wir essen auch mal direkt ein. Sehr gut. Ja, 45 Energie ist großartig. Ich könnte wahrscheinlich sogar noch einen machen. Haben wir nicht noch eine Eichel? Nein. Aber hier haben wir das. Da können wir gerade ein bisschen Dünger herstellen. Machen wir 10 Dünger. Und dann machen wir hier nochmal eine Reihe. Das reicht sogar noch von der Vogelscheuche. Ich habe geguckt, es sind 8. 8 von der Vogelscheuche aus ist quasi 1, 2, 4, 5, 8, ich bin echt jetzt 10. Dann einmal den Dünger in den Boden. Und dann die Pastinaken. Und dann noch gießen. Also wie gesagt, 8 in eine Richtung ist quasi die Vogelscheuche, was sie abdecken kann. Und in die Richtung, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 6. Waren es 6? Ich weiß nicht mehr genau. Aber in die Diagonale ist es ein bisschen weniger. So, wir gucken mal nach den Lachssamen, Lachsbären. Gehen mal runter zur Mani. Auf den Hof. Könnten vielleicht sogar noch einmal, ein, zwei Mal die Angel auswerfen. Ja, perfekt. Können wir da noch mal ein bisschen unseren Farming-Skill verbessern. Die wachsen, ich weiß gar nicht wie lange, 2, 3 Tage jetzt im Frühling, immer so um den 15. rum. Aber anscheinend auch nicht mehr in allen. Ich meine, das war mal ausgeprägter. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich meine aber, es haben mehr Lachsbären ausgehangen. Ausgehangen vor allem. Wenn sie so Klamotten in einem so einen Klamottenständer. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß gar nicht. Wir heben mal vielleicht 1, 2 auf, dass wir die noch für irgendwas brauchen. Bin mir gerade nicht sicher. Für irgendein Gericht oder sowas zum Kochen. Aber den Großteil können wir einfach verkaufen. Hier finden wir jetzt gleich den lebendigen Hut. Da bin ich auch sehr froh drüber. Wir holen nochmal die Steine hier. Damit wir das auch erledigen können für das Gemeinschaftszentrum. 35 Ausdauer, dann angeln wir jetzt nochmal. Habe ich noch Platz? Ja. Und gucken, ob wir hier irgendwas fürs Gemeinschaftszentrum aus dem Wasser ziehen. Gut, dann können wir gleich hier rüber gehen noch. Ich wollte auch die Angel kaufen bei Willi. Aber vielleicht sollten wir doch erst die Axt aufwerten. Am Anfang ist einfach so viel Schusschelé, auf was man achten kann. Nicht muss, kann. Okay, nehmen wir das auch mal mit. Mal Löwenzahn, wir haben halt echt viel von der Frühlings... von dem Frühlingskram gefunden. Bin mir echt nicht sicher, ob wir da nicht doch was verkaufen sollten, einfach fürs Geld. Wie viel Platz haben wir noch? Gar nichts mehr. Nee, dann angeln wir jetzt auch nicht. Wir gehen mal zurück, legen uns ins Bett. Nutze jetzt Ausdauer für das Holz hier. Und den Stein. Dann haben wir jetzt noch 13, das ist doch gut. Dann gehen wir damit ins Bett. Nach vorher nochmal im Inventar. Ich muss echt mal überlegen. Ich würde ja ganz gern von dem ganzen Frühlingskram, wilder Meerrettich, Löwenzahn, würde ich ja ganz gern echt was verkaufen. Einfach um ein bisschen Einkommen zu generieren.
Oder ob es halt sinnvoller ist, das alles nochmal in Frühlingssaat zu machen, um das dann nochmal auszusehen. Aber wir haben halt auch nicht mehr so viel Zeit dafür. Alle goldenen wenigstens. Aber auch nicht so viel. Wir haben halt viel, ne? Ich lasse jetzt erstmal drin. Dich mache ich hier rein, dich mache ich hier rein. Die Lachsbeeren verkaufen wir jetzt zum Teil. Die können wir nochmal in den Boden bringen, damit wir die auf jeden Fall auch haben. Oh, oh. Was habe ich hier reingemacht? Na gut. Immer noch 6 Ausdauer. Eben am Limit. So, ich heb mal 2 Stück auf. Okay. Oh, ich habe gar nicht das Schädchen von Oskar aufgefüllt. Ich hoffe, er wird es mir verzeihen. Achseffektivität. Herstellungsrezept, Kochset und Moossuppe. Ich glaube, die ist neu, oder? Moossuppe sagt mir sonst gar nicht. Die muss neu sein. Ich glaube, wir können doch gar keinen Moos ernten, oder? Gucken wir gleich ins Rezept. Das interessiert mich jetzt. Beim alten Let's Play habe ich quasi die letzten Folgen nichts anderes gemacht, außer diesen ganzen Rezepten hinterher zu schauen. Von daher dachte ich, ich kenne die Rezepte mittlerweile ganz okay. Nicht perfekt, ganz okay. Moos. Ja, es gibt noch gar keinen Moos. Das ist echt neu. Er ist dick und schleimig, aber essbar. Dick und schleimig. Wenn das nicht verlockend klingt. So, wir füllen direkt mal Oskars Napf auf. Es ist neu, dass man in das Haus gucken kann, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager, eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald, Willi. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten? Fragezeichen. Brauche ich nicht, aber danke für die Erinnerung. So, wir ernten, was wir ernten können. Eine Kartoffel. Sehr gut. Besser als gar nichts. Lieber Kartoffel. Hallo Oskar. Blühen aufgetaucht. Ich verkaufe ich auch direkt. Die Lachsbeere auch. Dann können wir einmal gießen. Dann gucken wir nach den Hühnern. Wir haben halt immer noch nicht genug Geld für die Axt. Wir könnten aber Willi gucken, was die Angel aber kostet. Habe ich denn jetzt Geld verloren noch? Habe ich nichts verkauft gestern? Nur am Pier direkt, oder? Suboptimal. Das braune Ei bringen wir in die... ins Gemeinschaftszentrum. Die Mayo verkaufen wir. Lachsbeere. Jetzt. Ja, oh, echt jetzt? Nicht dran. Ah, klasse. So, dann einmal weitergießen. Und dann gehen wir danach ins Gemeinschaftszentrum, bringen das braune Ei weg. Dann müssen wir uns darum nämlich auch nicht mehr kümmern, sondern können die immer zu Mayonnaise machen. Dann habe ich das auch aus meinem To-Do-Listen-Gehirn entfernt. Man kann sich um andere Sachen kümmern. Beziehungsweise ich kann andere Sachen auch wieder dann vergessen. Ich glaube, du wolltest doch noch das und das machen. Echt? Stimmt. Ah, das Wasser holen. Das ist das Anstrengendste. Aber ich wüsste jetzt auch gerade keine schnellere Methode, wie wir da an Wasser kommen. Ich glaube, das ist schon der schnellste Weg. Sprinkler, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Wir könnten natürlich auch dieses Hydro-Gamer häufiger benutzen. Das habe ich auch in den letzten... Das habe ich, glaube ich, noch nie wirklich... Also hier natürlich mal, weil ich es gefunden habe, aber dass ich es absichtlich angefertigt habe, um es aktiv zu benutzen, das wäre mir auch neu.
Na gut. Dies kann es gleich wieder leer. Ja. Ach, dann nochmal. Die Lachsbeeren haben wir auch verkauft. Wir haben echt nicht viel Geld gemacht gestern. Das Gefühl, wir haben sogar 200 Geld verloren. Ich bin mir gerade echt... Ich dachte, wir haben 1800 und dann wache ich morgens auf und habe nur noch 1600. Ist doch irgendwas nicht richtig. Hat Louis irgendeine Gebühr verlangt, dass er die Sachen abholt, die ich mir ich noch nicht kannte? So, jetzt haben wir immer noch 81 Ausdauer. Das heißt, wir könnten das benutzen. Ich gehe jetzt mal hier dich verkaufen. Und dann gehen wir mal ins Gemeinschaftszentrum. Kriegen das braune Ei weg und dann gehen wir nochmal zu Willi und schauen nach der Angel. Das nehmen wir jetzt alles mit. Das habe ich auch. Das habe ich bei meinem ersten Spielstand habe ich das so hart vernachlässigt. Wie viel Wichtiges ist am Anfang, so ein bisschen seine Skills hochzupushen. Das ist nicht extrem wichtig, aber es macht das Spiel halt wesentlich entspannter. Und das habe ich so ein bisschen, da war ich so ein bisschen nachlässig. Nette Schuhe. Sind die aus Plastik? Ich bin gelangweilt. Ich habe mir gestern mal wieder Mean Girls angeguckt. Auf Deutsch heißt da, glaube ich, Girls Club. Großartiger Film. Und die Hayley erinnert mich immer so ein bisschen an die Regina Johnson? Ich weiß es nicht genau. Aber die Hayley ist, glaube ich, sehr viel freundlicher als Regina. Aber es scheint immer so ein bisschen durch bei mir. Hallo Nachbar. Wir leben beide außerhalb der Stadt. Bedeutet das etwas? Vielleicht. Vielleicht, weil wir ein ähnlicher Typ Mensch sind. Hallo Louis. Deponiere einfach alles, was du verkaufen willst, in der Versandbox neben deinem Haus. Ich bin gespannt, was für Dinge du reinlegen wirst. Nur Cooles. Die Kanalisation können wir noch gar nicht, oder? Habe ich noch abgeschlossen. So, was möchtest du denn für die Luxusangel? Ah, perfekt. Oh! Karottensamen. Hier müssten wir auch mal gucken, ob wir da nicht was ins Gemeinschaftszentrum von bringen müssen. Ja. Perfekt. Hallo Willi. Fischräucherer, das ist auch neu. Das habe ich aber auch schon gesehen bei ihm. Schwarzbarsch. Erhöht die Chance, Schwarzbarsch zu fangen. Ach krass, Bambusstange. Haben wir schon die Bambusstange, ja. Übungsangel. Es ist viel einfacher zu benutzen als andere Routen, kann aber nur Grundfische fangen. Fiberglasangel 1800. Nee, das gebe ich jetzt nicht aus. Aber okay. Hängender Fischer, das ist auch nur Deko. Nee, 1800 habe ich nicht. Möchte ich auch jetzt nicht ausgeben. Aber langfristig ist es auf jeden Fall notwendig. Wir gehen mal ins Gemeinschaftszentrum. Bringen die Sachen dahin, die wir gerade gefunden haben. Oh, hier sind nochmal Regenwürmer. Ein Stein. Hallo Evelyn. Einmal die Mülltonnen durchgraben. Oh, kommen wir da hin? Kann man das? Das ist ja auch neu. Das ist mir auch nie aufgefallen, dass man jetzt hier hin kann. Ist das hier neu? Könnt ihr das mal bitte vergleichen? Das ist mir gefühlt... Ich war hier noch nie. Ist doch neu. Das sind so Kleinigkeiten, die einem... Oder, also einem, mir, das immer sehr spät auffallen. Ich bin mal gespannt, was man im Sommer dann findet, wenn man die Regenwürmer ausgräbt, wenn man im Frühling die Karottensamen findet. Die sind ja auch nur für den Frühling, ja, im Frühjahr anpflanzen. Was kriegt man dann im Sommer? Oder tauchen die im Sommer gar nicht auf? Wäre so eine coole Sommerfrucht, die man noch finden könnte, die man anbauen kann. Die es noch nicht im Spiel gibt. Johannisbeeren.
Ich weiß es nicht. Eine spontane Idee. Nein. Spezialitätsfische. Ozeanfische. Hier. Sehr gut. Okay. Im Ozean könnten wir auch mal angeln. Das Ei bringe ich jetzt noch hin. Hier. Ei. Der Rest ist quasi... Gehen wir ganz kurz. Den Rest haben wir, glaube ich, alles schon. Hör! Ah, ne, Holz. Ja, genau, die 99 Holz. Okay, super. So, wir könnten jetzt nochmal mit unserer restlichen Energie nochmal ein paar Bäume fällen und Steine sammeln. Das gibt's hier als Auftrag. Einmal Hering. Einmal Hering. Wo kriege ich denn Hering her? Wo kriege ich Hering her? Einen Moment. Das finden wir raus. Das ist ein Ozeanfisch. Können wir das nicht merken. Stardew Valley. Hering. Im Ozean, im Frühling und Winter. Wetter beliebig, Tageszeit jederzeit. Ah, perfekt. Nee, ich wollte eh mal im Ozean angeln. Dann ist das ja gerade ein ganz guter... Oh, eine Schokotorte! 150 Energie. Nice! Eine großartige Idee kann dir kommen, wenn du es am wenigsten erwartest. Aber wenn dein Verstand zu beschäftigt ist, verpasst du sie vielleicht. Nun gut, ich muss zurück zu meiner Arbeit. Das stimmt. Die besten Ideen kommen ja einfach, wenn ich einfach den Geist so ein bisschen treiben lasse. Mich um nichts groß kümmere. Dann habe ich eine Idee für meinen Roman, dann habe ich eine Idee... andere Sachen im Alltag, wo ich mir denke, ah, so war also die Lösung. Oder so kann die Lösung sein. Und was, ich habe die Erfahrung gemacht, abends, wenn ich im Bett liege, so kurz vorm Einschlafen, oder sogar wenn ich davon träume, eine gute Idee habe, immer sofort aufschreiben. Sofort aufschreiben. Notizblock neben dem Bett liegen haben, ansonsten ins Handy schreiben, sofort aufschreiben. Nicht davon ausgehen, oh, die Idee ist so gut, das werde ich bis morgen noch wissen. Nein! Es ist einfach weg. Nadine, am nächsten Tag ist es einfach weg. habe ich jetzt genug Platz noch? Ja, da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Hallo, Willi. Stehe ich dir im Weg, Willi? Ich mache gleich Platz. Lass mich den Fisch noch rausziehen. Dann mache ich dir Platz. Ich weiß, es ist dein Angelsteg. Es ist dein Plätzchen. Ich verstehe, wie es ist, wenn jemand... einen Platz übernimmt. Ich bin... Jetzt bitte. Okay, wir haben nicht mehr so viel Platz. Das heißt, ich mach mal hier schon Ordnung. Ach, ich bin echt eigen, wenn es um einen Platz geht. Ein bisschen lächerlich. Aber werde ich auch nicht los. Kann ich mich hinsetzen, wo ich will? Früher habe ich ja gesagt, heute sage ich nein. Das da nicht. Das ist, da sitze ich immer. Und wenn ich nicht da sitze, fühle ich mich sehr unwohl im Gespräch. Danke. Ah, Sardelle. Perfekt. Oh, neuer Erfolg. Fischer? Was ist das für ein Erfolg? Altmagie. Ah, nee, das wollte ich aber nicht. Sondern ich wollte hier... Ich fange 10 verschiedene Fische. Wie cool. Das ging schnell. Eine Flunder. Was packe ich dafür jetzt weg? Ach, die Lachsbären. 25 Energie. Das sind so Kleinigkeiten, die sind schon echt stark. Sehr süß und knusprig. Ah, weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Weiß nicht, ob es jetzt so klug ist, so viel weiter zu angeln, wenn mein Inventar schon so voll ist.
Ja, den Seetank brauchen wir halt auch für unseren... Nee, es bringt nichts. Was hat denn das jetzt für einen Wert, weiter zu angeln, wenn ich ständig irgendwas aus meinem Inventar rausschmeißen muss? Können wir auch noch morgen fangen, die beiden anderen Sardellen? Heringe brauche ich. Ich habe nur Sardinen gefangen. Nee, Sardelle und Sardinen. Du kommst auch ins Gemeinschaftszentrum. Du nicht. Lebt auf dem Boden, sodass beide Augen auf dem Kopf sind. Oh, hi. Schön, dich wiederzusehen. Mach's gut. Gebe heute Vincent und Jess etwas Nachhilfe. Sie können anstrengend sein, aber es ist schön, im Leben von anderen so etwas zu bewirken. Das stimmt. Hat sich Oscar schon eingelebt? Es ist so ein schönes Grundstück, das ein Haustier erkunden kann. Das stimmt auch. Wir bringen einmal die Sardelle ins Gemeinschaftszentrum, bevor ich das vergesse. Die aus Versehen verkaufe. Würde mich sehr ärgern. Und dann verkaufen wir noch ein paar Sachen, machen unser Inventar, dann gehen wir mal ins Bett. Ozeanfische. Sardine. Okay. Oder das waren alle. Du warst ja nicht. Nö, Sardelle nicht. Perfekt. Ich freue mich so sehr auf das Buch, wenn wir schneller laufen können. Das wird ein Riesenfest. Ich wollte irgendwie einen Reim draus machen, mir ist nichts eingefallen. Mir ist nur Test auf Fest eingefallen, aber das hat nicht gepasst. Okay. Wir pflanzen noch die Karotte an. Hier nochmal Platz. War perfekt hier. Mal gießen. Dann, dich verkaufe ich. Den Rest packen wir mal hier rein. Die Schokotorte. Und die kann ich noch verkaufen. Nehmen wir die mit? Ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit meine Barren mitschleppen. Das ist ja auch Quatsch. Und meine Cola auch nicht. Die Steine aber dennoch schon. Die beiden. Schokotorte packe ich erstmal hier rein. Die brauchen wir jetzt erst nicht. Können wir vielleicht irgendwann verschenken? Oder wir brauchen sie für einen Auftrag? Bin mir echt noch nicht sicher, was wir jetzt hier mit den ganzen Sachen machen. Was würdet ihr damit machen? Würdet ihr es jetzt noch zu Frühlingssamen machen und anbauen? Oder würdet ihr die verkaufen direkt? Würde mich mal interessieren, wie ihr damit umgehen würdet. Wir können jetzt aber gerade noch mal ein bisschen Holz sammeln. Der restlichen Energie, die wir haben. Ja, ich weiß, ich beeile mich. Du bist langsam erschöpft. Danke. Perfekt. Den Energie. Dich nehme ich auch noch mit. Ja, würde mich mal echt interessieren, was ihr machen würdet. Wie ihr jetzt da vorgehen würdet. Wird gehen? Ja. Ah, das war ein guter Tag. 632 Gold. Zehnter Tag schon. Cool. Ich freue mich. 2312. 2312. Ah, sah irgendwie besonderer aus, als es ist. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Klickt auf Abo, wenn ihr neu seid und ihr Spaß hattet. Dann könnt ihr in der nächsten Folge dabei sein. Und ansonsten, habt einen schönen Tag, habt eine gute Zeit, bleibt anständig und ciao.